I want to break free. I want to break free. Ja, herzlich willkommen hier aus dem Freilich Gasthausmuseum der Familie Schmierl aus Buchberg am Schneeberg. I want to break free. Ich meine, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir steht es schon bis daher. Nicht? Die ganzen Ausgangsbeschränkungen, dass man nicht auf Urlaub fahren kann ans Meer. Nicht? Und das Herunterschrauben der sozialen Kontakte auf gleich Null. Nein, ich mache da nicht mehr mit. Seit einer Woche mache ich nicht mehr mit. Ich bin ein richtiger Revoluzzer geworden. Nicht? Ich stelle mir jeden Tag um 3 in der Früh den Wecker und da stehe ich auf, wasche mich, ziehe mich an und gehe raus auf die Straße. Obwohl noch Ausgangssperre herrscht, aber das ist mir wurscht. Nicht? Na, und dann dauert es nicht mehr lang und dann kommt schon mein neuer Freund, der Ibrahim, daher. Der Ibrahim ist Zeitungsausführer mit ägyptischen Wurzeln. Na, mit dem plaudere ich dann und das ist super. Na, da fühle ich mich dann wie in Urlaub in Hurghada. Ich meine, plaudern ist jetzt ein bisschen übertrieben, es ist immer die gleiche Konversation. Ich sage, guten Morgen Ibrahim, was gibt es Neues in der Welt? Und der sagt mir, steht eh alles in der Corona-Zeitung, kriegt man die Zeitung in die Hand und fährt wieder. Aber das gefällt mir schon, nicht? Also ich bin da in einem Jahr Pandemie, bin ich sehr anspruchslos geworden. Und das reicht mir dann schon. Also mein Gefühl für Freiheit, für Urlaub und für soziale Kontakte ist dann befriedigt, nicht? Also das passt dann schon. Ich meine, wenn es ganz arg ist, nicht? Dann kann es schon vorkommen, dass ich mir unter Tag hupfe ins Auto und ich fahre und fahre und fahre, also bis zum Billa, was halt erlaubt ist, wegen Einkaufen. Und da gehe ich dann in die Geflügelabteilung und nehme so ein paar Eier und wenn ich dann lese, von glücklichen Hühnern aus Freilandhaltung, man, da kommen mir die Tränen. Wenn da vor einem Jahr einer gesagt hätte, dass denen ein Händel in Österreich, dass die mehr Freiheit haben als wir, als die Bevölkerung, ne, hätte ich gesagt, na klar, und was willst du mir noch erzählen? Dass die Austria keine Lizenz mehr kriegt für die Bundesliga oder was? Nein, ist ein Wahnsinn, kann man sich nicht vorstellen. Ja, und ich merke, ich verliere das Gespür, weißt, das Zwischenmenschliche, das fällt mir schon oft. Ne? Letztens zum Beispiel sagt meine Frau, du weißt schon, dass wir jetzt bald über eine Hochzeit haben. Und ich sage, ja, natürlich weiß ich das, mein Schatz, und ich liebe dich noch wie am ersten Tag, das stimmt wirklich. Und sie hat gesagt, ja, was liebst du am meisten an mir? Ist es meine seit einem Vierteljahrhundert unveränderte Bikini-Figur oder meine seit 25 Jahren gleichbleibende Libido? Und ich habe gesagt, genau das liebe ich an dir. Dein unveränderter Sinn für Humor, nicht? Das hat sie überhaupt nicht witzig gefunden, nicht? Ach, das passiert mir in letzter Zeit oft, ne? Das ist mein schwarzer Humor. Der ist jetzt in einem Jahr Pandemie so schwarz geworden. Ich meine, der ist fast schon so schwarz wie der gesamte Vorstand von der ÖBAG, nicht? Oder so schwarz wie in Van der Bellen Alex Raucherlungen, nicht? Und das ist ein Schmäh, den versteht nicht jeder. Ne? Zum Beispiel letzten Samstag. Letzten Samstag geht uns der Spargel aus, weil ihr wisst ja, wir kochen ja Essen zum Abholen. An dieser Stelle nochmal danke für die vielen Bestellungen. Die neue Karten ist online, könnt ihr gerne etwas bestellen. Geht uns der Spargel aus und ich fahre mit zum Metro nach Wiener Neustadt. Der Bezirksgrenz stängern sie und kontrollieren sie die Kappler. Also jetzt nicht die Museumskappler, sondern die Weißkappler. Ne? Ich lasse Fenster ab, ich sage, ja bitteschön. Und er sagt zu mir, ja, sie verlassen den Hochinzidenz. Bezirk Neunkirchen und treten über in den Hochinzidenzbezirk Wiener Neustadt. Ne? Ja, sag ich, und? Ja. Er sagt, sie brauchen einen Test. Ne? Sind sie negativ? Ich sage, nein, ich bin eigentlich sehr positiv. Ne? Boah, wie der Pampig. Sag ich, Herrn, beruhigen Sie ihn. Der ist aufgegangen wie ein Germknödel. Sag ich, beruhigen Sie ihn, dann nehmen Sie ihn lieber ein Vorbild an Ihrem Chef. Sag ich, wie soll ich das jetzt verstehen? Ne? Dann sage ich, Ihr Chef, der Innenminister, ein bisschen mehr Schmäh haben wir. Nicht? Nein, das hat einem gar nicht taugt. Buh. Hat er zum Schreien angefangen. Papiere! Und ich hab gesagt, Schere, hab ich jetzt gewonnen? Und dann war es zu viel. Nein, dann hat er mich gestraft. Aber das geschieht mir schon recht. Nein, das muss ja nicht sein. Die Burschen sind ja auch arm, nicht? Ich meine, müssen seit einem Jahr kleine Kinder strafen im Park, wenn sie zu dritt auf einer Parkbank sitzen und den Mindestabstand dabei nicht einhalten. Nein, sind ja auch arm. Machen wir auch noch Dienst nach Vorschrift. Nein, sind schon in Ordnung. Aber jetzt ist ja dieser Lockdown ist ja jetzt bald vorbei, hoffe ich, nicht? Und ich habe schon zu meiner Frau gesagt, wenn die nochmal einen Lockdown machen, ja, nicht mit mir, ich gehe dann nicht mehr hin, da bleibe ich daheim, nicht? Aber jetzt wird es ja wirklich bald Zeit. Und jetzt wird es wirklich bald soweit sein, dass wir uns persönlich treffen. Entweder da bei uns im Gasthof Schmierl im Buchberg auf Schneeberg oder bei euch daheim, bei euch am Wirt ums Eck. Baba, bitte.